Hey yo Leute, Cramix hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5RP, lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert, und ich würde sagen, wir checken mal ab, was es heute wieder zu tun gibt. Wir steigen einfach mal kurz hier in unser Go-Kart ein, oder beziehungsweise Golf-Caddy, fahren mal kurz vorhin in die Einfahrt, hier ist auch schon der Rangy und der Lambo, Leute, ihr wisst Bescheid. Hey, warte mal, da ist Paul Berger. Yo, Paul Berger, was geht ab? Aua, Alter, aua, lass mich einfach. Hä, was ist denn mit dem los, der läuft voll verletzt. Kleiner Bruder, was ist denn los? Kleiner Bruder? Paul Berger? Mann, das war ganz voll schlimm, ja. Hä, was ist denn los? Warum humpelst du denn so? Ja, also ich war mit meinem Fahrrad unterwegs und dann kam die Achtklässler und... Wie, was ist passiert? Was mit Achtklässler? Ist egal, ich lerne es schon. Leute, hä? Wurde mein kleiner Bruder verprügelt von Achtklässlern, von Leuten, die viel älter sind? Ey, mein Bruder ist gerade mal in der zweiten Klasse. Ja, Paul Berger, komm. Mein Fahrrad ist kaputt. Wieder, komm mal mit, zeig mir mal dein Fahrrad. Ja, jetzt sagt er noch, sein Fahrrad ist kaputt. Was denn da passiert, Leute? Leute, ich glaube, wir müssen mal uns heute um unseren kleinen Bruder kümmern. Also, niemand ärgert oder mobbt meinen kleinen Bruder. Leute, generell, mobbt niemals Leute. Das ist richtig uncool, sowas. Das machen wir nicht. Ey, oh mein Gott, was haben die denn mit dir gemacht? Haben die dich verprügelt oder was, Paul Berger? Ja, die haben das zusammengeschlagen. Die haben das dann abgefangen. Oha, wie sieht denn dein Fahrrad aus? Ja. Alter. Ja. Wie, und das waren Achtklässler? Ja, die wollten nicht, dass ich das Skatepark einnehme von denen. Die am so Skatepark. Ach, du warst mit deinem BMX am Skatepark und da haben die dich verprügelt, ja, dann oder was? Die wollen nicht, dass ich da hinkomme. Alter, was ist da? Und die sind auch viel älter, ja, als du. Ja. Ey, das ist ja richtig ehrenlos. Ja, und was haben die mit deinem Fahrrad gemacht? So wie das aussieht, ist da ein Auto drüber gefahren. Die haben den Berg runtergeschmissen und dann wurde sie überfahren. Alter, ey, warte mal. Kann man damit noch fahren? Ey, nee, ich kann da gar nicht mehr einsteigen. Ach du Scheiße, ey, du Armer. Ich bin sehr getragen und mir tut alles weh. Scheiße. Ey, Paul Berger, aua, weißt du was? Ey, Paul Berger, ich kauf dir ein neues BMX, okay? Ich kauf dir. Wirklich? Ja, aber sag mal, wer war denn das da am Skatepark? Wie sah ja, der denn aus? Ja, keine Ahnung. Du musst zum Skatepark gehen, der eine hatte so ein gelbes Fahrrad. Ein gelbes Fahrrad, okay, ja, okay. Und der war das, der hat dir das angetan? Ja, das sind eigentlich mehrere, aber der war das, der mit dem gelben Fahrrad. Okay. Weißt du was, Paul Berger? Ich kümmere mich drum, ja? Ich hol dir ein neues Fahrrad. Danke, Mann. Okay, ey, tschüss. Aua, Schmerz. Scheiße, ey, Leute, habt ihr das gehört, Mann? Unser kleiner Bruder, Paul Berger, der wurde von vielen Älteren verprügelt. Und die haben sogar dem sein Fahrrad kaputt gemacht, was ich ihm gekauft habe zum Geburtstag. Ey, Leute, wisst ihr was? Wir werden uns darum kümmern. Ich werde mich höchstpersönlich darum kümmern. Aber wisst ihr was, Leute? Ich habe da so eine Idee. Und zwar, bevor ich da... Soll ich erstmal zum Skatepark fahren? Weil ich habe mir überlegt, ob ich mal bei Touren vorbeifahre und Touren mal frage, ob er weiß, wie man mit sowas umgeht. Weil das Ding ist, Leute, ey, wir können den Typen jetzt nicht verprügeln. Das ist genauso ehrenlos wie der Typ, der meinen kleinen Bruder verprügelt hat, weil wir sind viel älter. Ich meine, der ist in der 8. Klasse. Wie alt ist jemand in der 8. Klasse? 14 oder so? Mein Bruder ist 8, also der ist natürlich viel älter. Aber wenn wir jetzt den verprügeln, dann sind wir nicht besser, Leute. Also wir müssen da irgendwas anderes machen. Aber wisst ihr was? Ich fahre jetzt erstmal zum Skatepark und guck mir mal den Typen an, der das war. Ja, wir schauen jetzt erstmal und dann fahre ich vielleicht mal bei Touren vorbei. Der weiß, wie man mit solchen Leuten umgeht, Leute. Let's go! Ey, Leute, wir sind jetzt hier gleich beim Skatepark angekommen. Das hier direkt am Strand neben dem Pier. Ich will jetzt hier mal schauen, ob wir den Typen finden, der da meinen kleinen Bruder fertig gemacht hat. Paul Berger meinte ja, das wäre irgendwie ein Achtklässler mit einem gelben BMX. So, wir fahren da jetzt mal hin, Leute. Wir schauen da jetzt mal. So, wer könnte das denn da gewesen sein? Okay, warte, da unten ist der Skatepark. Wisst ihr was? Ich werde einfach mal hier den Lambo kurz abstellen und dann werden wir da mal hinlaufen. Ach, da hinten fährt auch schon jemand. So, dann gehen wir da mal kurz hin, Leute. Also ich werde jetzt hier nichts machen, ne? Ich werde ihn jetzt nicht verprügeln oder so. Ich will erstmal rausfinden, ob der das war, ob der da hinten, der da fährt. Ne, weil niemand macht was meinem kleinen Bruder, ne? Ich meine, Paul Berger und ich, wir streiten uns zwar auch manchmal, aber ihr wisst doch, wie das ist unter Geschwistern. Ich bin der Einzige, der meinen kleinen Bruder prügeln darf. Sonst kein anderer. So. Ja, da ist... Ey, Leute, guck mal, der hat sogar ein gelbes BMX. Denkt ihr, der ist das? Warte mal, ich geh mal kurz dahin. Yo, was geht? Yo, aus dem Weg, Alter, ich fahre hier grad rum, ne? Der ist voll unfreundlich. Ey, Alter. Du, mal eine kurze Frage. Was? Du, du machst ja echt coole Tricks hier und so, ne? Ja, ich weiß. So, wie ist das eigentlich hier? So, wenn man hier so ein Fremder ist und hier mitskaten will, da darf man das einfach machen oder seid Allein ihr da so? Nein, das ist mein Skatepark. Ah ja, das dachte ich mir schon. Aus ey, dem Leute. Weg, Mann, du Spalsprünge. Der sagt, das ist sein Skatepark, ja? Das dachte ich mir doch schon. Dann, okay, ich weiß, wer das ist. Ey, noch eine letzte Frage. Warte mal, ich finde jetzt noch raus, wer das ist. Ey, du machst so krasse Tricks. Wie heißt du überhaupt? Ey, das... Ja, okay, du kannst mir auf Instagram folgen. Ich heiße Jamesy. Jamesy, okay. Jamesy's BMX-Tricks, yo. Jamesy, ja, okay, Jamesy, du bist voll der krasse Typ, mach weiter so.
Yo, Fanboy. Gut, Leute, jetzt wir haben rausgefunden, wer das ist, wer hier meinem kleinen Bruder das antut. So, der kleine Typ, der weiß noch nicht, was hier auf ihn wartet. Leute, eigentlich, ich sag euch ehrlich, den Kerl, ne? Ich würde den am liebsten direkt eine Bombe dafür geben, was der mit Paul Berger gemacht hat. Aber, wie gesagt, der ist selbst nur ein Kind irgendwie. Aber obwohl, der ist ein bisschen groß. Bestimmt hat er schon 10-mal wiederholt, ey. Bestimmt ist er schon 10-mal sitzen geblieben, so groß wie der ist, so alt. Für die 8. Klasse. Der ist doch älter als 14, der Typ. Ja, egal. Leute, wisst ihr was? Wir fahren jetzt mal zu Touren. Und ich frage mal Touren, was er da machen würde. Weil, wie gesagt, ich kann jetzt nicht irgendwie einen Achtklässler verprügeln. Das geht ja auch nicht, ne? Das macht man ja nicht. Leute, ab zu Touren. So, meine Freunde, ich bin jetzt mal gespannt, was unser guter alter Freund oder beziehungsweise mein bester Freund Touren mir hier empfehlen kann, wie ich mit so einer Situation umgehe. Alter, ey, wie viele Autos hat der denn mittlerweile hier stehen? Flo ist Lava, Flo ist Lava. Yo, Touren, was geht? Oh, was geht ab, Max? Spielst du wieder Flo ist Lava mit Lambo Edition? Ja, so sieht aus wie bei Autos, ja, Steam, ganz genau. Du müsstest eigentlich das Spiel nennen Flo ist Lambo. Oh, stimmt eigentlich. Oh, Flo ist Lambo, Flo ist Lambo. Ey, Touren, kannst du mal kurz herkommen? Okay. Du, ich muss mal kurz mit dir sprechen, so. Von, wie soll ich sagen, von großer Bruder zu Vater, so. Lass uns mal kurz reingehen am besten. Komm, lass reingehen. So, Touren, du weißt doch, wie es ist, wenn man einen kleinen Bruder hat. Du weißt, wie es ist, wenn man einen Sohn hat. Und wie soll ich sagen, Paul Berger wurde heute verprügelt von Achtklässlern. Was? Ja, was? Achtklässler haben den verprügelt und sein Fahrrad kaputt gemacht. Komm, dann komm, los, wir schnappen uns die, komm. Nee, warte, Touren. Guck mal, das Ding ist, der ist selbst noch ein Kind. Wir können uns den nicht schnappen, wir können den nicht abknallen oder so. Ah, du hast recht. Das ist das Ding, deswegen, ich wollte dich fragen, wie gehst du mit Feinden von dir um, wo du weißt, dass du nicht... Mach einfach so, schmeiß dir einen Ball in den Fangen. Guck, der fängt so und er macht das hier. Guck, wie der fliegt. Touren, ich glaube, wir können auch keine Granaten auf Achtklässler werfen. Ah, du hab ich lässt. Das ist zu viel, ist dick. Ja, wie gehst du mit... Wie machst du Feinde kaputt, ohne die... kaputt zu machen. Du weißt schon, was ich meine. Nein, Touren. Ich glaube, RPG ist auch nicht das Richtige. Faust! Stimmt. Ja, keine Waffen, ne? Weil die jung sind. Ja. Genau. Deswegen müssen das hier am besten. Axt. Das ist keine Pistole! Ey, Leute, ich glaube, Touren ist nicht der richtige Ansprechpartner. Ey, du, Touren, ich glaube, du bist nicht so... Ich glaube, du bist ein bisschen zu alt, um das zu verstehen. Ist dein Bruder Cheng noch in der Stadt? Ist Cheng hier? Cheng? Der ist hinten im Tempel drin, ja. Ey, okay, weißt du was? Ich werde mal zu Cheng gehen und werde ihn mal fragen, okay? Ja, gut, wie du willst. So, ich fahre zu dem Termin, ja? Ja, okay, danke, Touren. Hey, Leute, Touren, wirklich Ehrenmann. Ich liebe den Typen über alles, aber ich glaube, der Touren ist zu hart für den Job. Der ist Mafia-Boss. Der weiß nicht, wie man mit sowas so locker umgeht, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Wir brauchen da irgendjemand, der weiß, wie man auf der Straße das macht. Vielleicht der Touren, Tourens Bruder Cheng. Vielleicht kann er mir helfen und weiß, wie das geht. Wir gehen mal hier hinten rein. Yo, Cheng, was geht? Oh yeah, ich bin Cheng O.T., ich bin der klassische Tänzer und das Lied. Oh, ich weiß noch nicht, ob ich es freuen soll, mit Cheng wieder zu reden. Yo, Cheng, was geht ab? Yo, was geht ab, Max? Ice Climb, Spur, Smalspur, I Climax. Du bist die Schmalspur, Cheng. Also ich stehe hier auf Tick, ich bin größer als du. Ey, Cheng, ich muss dich mal was fragen. Du bist doch so übelst krass auf der Street, du weißt, wie das ist mit Diss-Battle, Rap und so. Schau mal, mein kleiner Bruder Paul Berger wurde verprügelt von Achtklässler. Und die haben sein BMX kaputt gemacht. Und das Ding ist, weil der Achtklässler ist, der ist ein Kind, ich kann ihn nicht einfach irgendwie geiseln, verprügeln oder so. Der ist ja jünger als ich. Wie kann ich ihn kaputt machen, ohne dass ich den verletze dabei? Also hör mir genau mal zu. Ah, weil gut, dass du gekommen bist zu Cheng O.Z., weil Cheng O.Z. hat Weisheiten wie Sand am Mehl. Also, ich hasse den Kerl mittlerweile. Ich war früher auch mal gemobbt, ha? Du wurdest mal gemobbt? Ja, das so einen Lepper, das kann ich mir vorstellen. Aminanne heißen der Lepper. Eminem. Ja, haben die es gegen mich gemacht. Da habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt Lepper. Dann lepp ich zurück und mach den fertig auf 10 OZ-Style. Hab die Slick geslieben. Warte mal, du willst mir gerade sagen, dass Eminem hat dich mal gedisst. Ja, natürlich, Eminem. Okay. Ja gut, und dann, als Eminem dich gedisst hat, was hast du dann gemacht? Ja, ich hätte ihn auch verprügeln können, abknallen können. Gar kein Problem für mich, ja. Aber ich hab gedacht, komm, ist zu langweilig, ja. Deswegen ich habe einen Dislike gesteppt und so bin ich Lepper geworden. Ah, okay. Also ich habe seine Allian habe ich eingenommen und war besser als der und habe den geknarrt, den richtig gedisst, da. Ah, du hast ihn quasi mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Die hättest du fast den, du nicht so dumm bist, wie ich gedacht hab. Cheng, ey, du hast mich auf eine richtig gute Idee gebracht. Ey, Cheng, du bist schlauer, als ich dachte. Ja, das sagen viele. Okay, ey, Cheng, ich danke dir. Ja, mach's gut. Okay.
Tschüss. Und weißt du was? Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ich schreibe dir gerne einen Text. Ja, nee, alles gut. Ich werd kein Dispatch machen. Yeah. Ich bin ein kleiner Max. Ich bin mein Freund von Zeng. Zeng Distik bald weg oder du bist erhängt. Oh! So kannst du machen, ja. Load ihm Okay. Okay. Werde ich so machen. Danke dir, Cheng, ja. Du bist der Krasse. Vergiss nicht, Zeng und Sie, Glüster und Sie in Tau. Leute, Leute, schreibt mal in die Kommentare. Mögt ihr eigentlich Cheng Tuans Bruder? Der Typ ist echt ein bisschen zu krass von sich selbst überzeugt. Aber Leute, der hat mich gerade auf eine richtig gute Idee gebracht. Und zwar, ich werde einfach diesen, wie heißt der nochmal, Jamesy, diesen Achtklässler, der meinen Bruder verprügelt hat, ich werde den Typen einfach mit seinen eigenen Waffen schlagen. Und zwar, Leute, ich werde mir jetzt auch ein BMX kaufen und werde ihn dann in einem BMX-Wettbewerb besiegen und ihm dann Platzverbot in seinem eigenen Skatepark geben. Ich werde ihn quasi mit seinen eigenen Waffen schlagen, Leute. Und deswegen würde ich sagen, wir fahren jetzt mal zum Fahrradshop und da werde ich erstmal mir und dann natürlich wieder meinem kleinen Bruder Paul Berger neues BMX kaufen, ne? Lass mir meinen kleinen Bruder mal wieder glücklich machen. Lasst dafür mal ein Like und ein Abo da. Leute, ihr wisst, immer für die Familie einstehen. Ab geht's zum Fahrradhändler. Let's go. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier beim Fahrradhändler angekommen und da werden wir uns jetzt hier erstmal ein krasses BMX kaufen. Ich werde dem Typen auf jeden Fall sagen, ich brauche was richtig Heftiges. So, Leute, aber bevor wir hier noch reingehen, noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar, Leute, checkt meinen Adventskalender aus. Über die Hälfte sind schon weg. Nur limitierter Bestand, Leute. Wenn alle ausverkauft sind, dann können wir keine neuen mehr nachproduzieren lassen, weil natürlich ein garantierter Versand vor dem 1. Dezember ist, Leute. Bei jeder Bestellung gibt es eine handsignierte Autogrammkarte, edelvoll mit Schokolade, made in Germany. Und, Leute, hier auf der Rückseite sind zwei QR-Codes, die ich jetzt hier abgedeckt habe. Denn jeder, der einen Adventskalender bestellt, bekommt zwei extra Videos, die sonst keiner sieht von mir, Leute. Also checkt das Ganze aus. Link unten in der Videobeschreibung. Und let's go mit dem Video. So, okay, meine Freunde, wir gehen jetzt hier mal rein. Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein krasses BMX, dass wir diesen Jamesy oder wie der Idiot auch heißt, dass wir den fertig machen können. So. Ja, hallo, guten Tag. Hallo? Ja, guten Tag, Sie sind im Autohandel? Nein, Sie sind bei BMX BDM Bikes. Willkommen! Ja, freut mich, hier zu sein. Sie sind hier also der krasseste Fahrradhändler. Ich bin nicht der krasseste, ich bin auch der schnellste Fahrradfahrer in ganz Los Santos. Ah, okay. Ich war damals Fahrradexperte in der Marathon-Edition. Okay, okay. Yeah. Ja, hören Sie mal, ich bin hier, weil ich auf der Suche bin nach einem BMX, nee, nach zwei BMX-Rädern. Okay, BMX oder Mountainbike? Sie können auch Mountainbike, das ist gut für Berge fahren. Nee, ich brauche, hören Sie mir mal zu, springen. Ich brauch ein krasses BMX, womit ich jemanden besiegen kann in einem BMX-Stunt-Duell im Skatepark. Weißt du, gib mir das beste Fahrrad BMX, was du hast. Also, einer meiner besten Fahrräder nennt sich der Chameleon, das ist diese grüne hier. Oh, das sieht richtig gut aus. Oh, das ist neongrün, Leute, das sieht übelst cool aus. Der ist auffällig, das heißt, wenn sie hüpfen auf irgendwelchen Rampen, dann ist alles sehen. Alles. Warte ganz kurz, Cut. Oh, das ist schon krass, das Ding hier. Warten Sie, ganz leise. Psst, kommen Sie ein bisschen näher. Ja, was los? Der kann springen höher als alle anderen. Wie, das Fahrrad kann höher als andere springen? Der hat besondere Federung. Ach. Psst. Oha, kann ich das mal kurz testen? Ja, ausnahmsweise, aber psst. Wie teuer ist das BMX hier denn mit der Super-Jump-Funktion? Das BMX ist bei 100.000. 100.000 für ein BMX? Für ein Fahrrad, ja. Okay, warte, ich teste das mal kurz draußen auf dem Parkplatz, ja? Aber nicht wegfahren, sonst Nein, natürlich fahre ich nicht weg. Ey, Leute, ich teste das Ding jetzt mal. Das soll irgendwie so eine Super-Jump-Funktion eingebaut haben. Und das Neongrün sieht allein schon richtig krass aus. Okay, warte mal, wir müssen das mal testen. Also erstmal so ein normaler... Oha, allein mit dem normalen Sprung springt man schon höher. Und er hat hier so einen Spezialknopf. Wow, Alter. Vorsichtig. Alter, Leute, guck mal. Wow, vorsichtig. Man kann einfach so aus dem Stand allein schon 2 Meter hochspringen. Wow, 360. Alter, stop, right, okay. Das ist ein krasses Fahrrad. Machen Sie noch die Reifen kaputt, wenn Sie nicht kaufen. Nein. Wissen Sie was? Ich werde das Ding kaufen, weil ich muss unbedingt gewinnen bei einem Stunt-Duell. Ist mir egal, was es kostet. Denn es geht dabei um die Ehre von meinem kleinen Bruder. 100.000, kein Problem. Ach, ja, und wissen Sie was? Ich kaufe noch ein zweites BMX, weil ich brauche noch ein BMX für meinen Bruder. Ja, okay, wissen Sie was? Ich hab hier was Gutes. Nee, ich weiß schon welches. Ich will das rote hier. Der Liebe. Ja, weil der hatte davor auch ein rotes. Das war kaputt, deswegen kriegt er jetzt wieder ein rotes. Der hat keine Spezialfähigkeit. Ja, egal, der braucht keine Spezialfähigkeit. Soll ein normales BMX sein. Dann bitte einmal 100.000 und 100.000 und 100 Dollar. Okay, kriegen Sie. Ich überweise Ihnen das direkt, ja? Ja, super, weil das Fahrrad BMX kostet nur 100 Dollar. So, und Geld ist raus. Oh, ja. So, okay, das andere Fahrrad komme ich später abholen, ja?
Oder wissen Sie was, können Sie das zu mir nach Hause liefern lassen? Lieferung kostet extra. Ey, ich habe mir gerade einen BMX für 100.000 gekauft. Hallo, hallo. $200 und ich fahre das Fahrrad persönlich dahin. So, wow. Du lieferst das Fahrrad zu mir nach Hause und dafür lasse ich dich am Leben, haben wir uns verstanden? Warten Sie, ich bin so schnell wie der Wind. So, sehr gut, los. Und der kleine Junge da, dem schenkst du das Fahrrad, ja? So. Okay, Leute, let's go. Jetzt, ihr wisst, was jetzt kommt, meine Freunde. Jetzt werde ich zum Skatepark fahren und jetzt werde ich die Ehre von meinem kleinen Bruder rächen. Leute, dieser Achtklässler, dieser Jamesy, der meinen kleinen Bruder verprügelt hat, ich werde ihn jetzt in seinem eigenen Gebiet mit seinen eigenen Waffen schlagen. Und zwar werde ich ihn zu einem Stunt-Duell herausfordern. Und der Gewinner, der darf für immer im Skatepark bleiben und der Verlierer muss verschwinden. Und wisst ihr was? Ich werde sogar noch um das BMX wetten, dass er sogar sein BMX verliert, dieser Typ. So machen wir das nämlich, My Crimex-Style, Leute. Ab zum Skatepark. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier am Skatepark angekommen. Guck mal, ich jump hier direkt schon mal gleich runter. Oh, warte, hier mit Anlauf. Und Powerjump, wui, 360. Ey, Leute, wobei, nee, warte, wir müssen uns ein bisschen bedeckt halten. Der soll nicht sehen, dass ich so krass bin. Ich werde ihn jetzt nämlich herausfordern. Yo, Jamesy. Du schon wieder? Ja, ey, ich habe gehört, du bist eine ziemliche Schmalspur. Alter, was, steig mal runter, soll ich dir dein Fahrrad kaputt machen, hä? Du machst wohl gerne Fahrräder kaputt, hä? Ja, verlass meinen Platz, hier ist meins, okay? So, Jamesy, soll ich dir mal was sagen? Dieser kleine Junge, dieser Paulberger, von dem du vorhin das Fahrrad kaputt gemacht hast, der ist mein kleiner Bruder, du Stück Scheiße. Ey, ich mach da noch den Großen kaputt, was willst du hier auf meinem Weißt du was? Skatepark? Ich hab gehört, du sollst eine ziemliche Schmalspur sein. Lass uns ein Skate-Battle machen. Der Mixfahrer hier. Du bist der Beste? Okay, ja. Weißt du was? Dann lass uns ein Skate-Duell machen. Der Gewinner bekommt den Skatepark und das Fahrrad von dem anderen. Und der Verlierer darf nie wieder hierher kommen. Ja, wenn du unbedingt dein Fahrrad im Meer rausfischen willst, gern. Ja gut, dann ich würde sagen, du weißt, wie das auf der Straße läuft, Skate-Duell. Bis drei Punkte. So. Der eine macht immer ein paar Stunts vor und der andere muss nachmachen. Okay, dann mach mal das hier, du Schmalspur. Okay, der springt hier einmal so normal drüber. Was? Einfach nur ein Sprung oder was? Nein, warte hier, ich nehme Anlauf. Okay. Bis jetzt hat er ja noch nichts Krasses gemacht. Wenn der wüsste, dass er. Oha! Jamesy, wie weit bist du gerade geflogen? Mach nochmal, ich hab's nicht gesehen richtig. Okay, guck dir das an. Ey. Ja, ja. So, der fährt da. 360, okay. Ja, kein Problem, 360 kann ich machen. Leute, ich werde mir jetzt hier fertig machen. Bam, 360 sogar auf die andere Halfpipe drauf. Ja, Kein Ding für mich, ne? Ist das alles, was du drauf hast? Nein, guck jetzt. Kannst wohl nur kleine Kinder verprügeln, hä? Hat der gesehen, wie der runtergefallen ist? Ach, Jamesy, ich glaube, du bist wirklich eine Schmalspur. Ja, warte ab, Mann. Das war rutschig, Mann. Ja, okay, du hast deinen Trick vorgeführt, jetzt bin ich dran als nächstes. Okay, dann mach mal. So, okay, Leute, wisst ihr was? Der hat seinen Trick gemacht, jetzt bin ich dran, er muss nachmachen. So, guck mal, was ich jetzt hier mache. Backflip! Was ist das denn? So, Alter, mach's mal nach, hä? Wie hoch bist du gesprungen? Ja, ne? Versuch doch mal einen Backflip hier zu machen. Okay, ich mach jetzt einen Backflip. Warte. komm, du darfst sogar noch mal versuchen, weil das gerade nix war. Irgendwas stimmt da nicht. Ey, Leute, der Typ kann keinen Backflip machen. Ja, also da würde ich sagen, schon mal 1-0 für mich, Jamesy. Den ersten Trick hast du nicht geschafft. Ey, warum springst du so hoch, Mann? Ja, ich bin halt einfach ein besserer BMX-Fahrer. Wir machen jetzt, wer höher springen kann. Okay, gut, das ist jetzt deine Chance wieder, dein nächster Punkt. So, komm, ich muss dir nachmachen. Und zwar... Der ist total schlecht, der Typ, Leute. Ich mach den ja richtig. Nein. Ich komm nicht mal hier drüber. Wenn du hier drüber schaust, bist du krass, Mann. Das geht nicht. Okay. Die Rampe ist zu steil. Das geht gar nicht. Gut, er sagt, es geht gar nicht. Scheiße. Nein, Leute, ich hab auch verkackt. Ja, okay, dann steht's halt jetzt hier 1-1, okay. Ja, guck mich an jetzt. Nächste Disziplin ist, man muss die Rampen durch und dann wieder zurück. Ja, okay, komm. Okay. Leute, ich muss auf jeden Fall gewinnen. Ich muss krasser skaten als er. Bam. Okay, er fährt hier so drüber. Two. Ja,
Ah, Joe. Ist doch easy, James. Ist doch easy. Okay, dann machen wir Grind. Nein. Hey, warte, ich bin jetzt hier wieder dran. Ich sag jetzt die nächste Sache an. Lass mich hier zu schmalspurmäßig. Weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt einfach den nächsten Trick. Der nächste Trick entscheidet. Okay, nimmst du an? Ja. Gut, okay, Leute. Ich muss jetzt was richtig Krasses hier auspacken. Und zwar werde ich jetzt einen 360 Backflip machen. Okay, das ist der krasseste Trick. Hat doch nicht jemand geschafft hier. Ja, dann guck mal hin. Leute, ich muss jetzt einen richtig kranken Trick machen. 360 Backflip. So, warte mal. Ich nehme jetzt hier richtig fett Anlauf. Für Paul Berger! 360! Backflip! Bam! Oh, scheiße, ich bin gecrashed. Aber egal, das hat er nicht gesehen. Wow. So, wir haben einen 360 Backflip gemacht. So, dann muss der jetzt mal, dann zeig doch mal. Jamesy, ha? Mach doch mal nach einen 360 Backflip. Okay, ich schaff das. Ja, dann zeig doch mal. Okay. Die Leute werden Paul Berger rächen. Für Paul Berger. In die Kommentare, Leute. Für Paul Berger. So, komm, zeig mal einen 360 Backflip. Jamesy, du bist doch hier der Krasseste. Ich mach das jetzt. Ich mache mein Bestes und Anlauf nehmen. Und jetzt wirklich. Wow. Der Typ. Wow, er hat natürlich verkackt. So, das heißt, sein Fahrrad gehört jetzt mir. So, Jamesy, ja? Ich bin verletzt und mir bitte geschickt. Ist mir scheißegal. Heb deine Hände hoch, du Stück Scheiße. Ey, was ist los hier, Alter? So, du kleiner Hund, hä? Denkst wohl, ich mach dir nichts, nur weil du Nachtgäster bist. Wenn ich dich noch einmal hier sehe im Skatepark, dann mach ich dich fertig. Haben wir uns verstanden? Du hast jetzt hier Platzverbot. Hau ab und dein Fahrrad. Guck mal, was mit... Nein, ey, runter von deinem Fahrrad, hä? So, guck mal, was ich mit deinem Fahrrad mache. Das habe ich nämlich gerade fair gewonnen. Bitte, Susi. Nein, das Drecksfahrrad hier. So, das mache ich mit deinem Fahrrad. Jetzt guck, sieh zu, dass du Land gewinnst. Wenn ich dich noch einmal sehe, dass du kleine Kinder verprügelst, dann klatschst, Alter. So, Leute, wir haben unseren kleinen Bruder Paul Berger gerecht. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal nach Hause und dann werde ich das erstmal unserem kleinen Bruder erzählen. Der müsste jetzt auch schon sein neues Fahrrad geliefert bekommen haben. Und dann haben wir den Paul Berger bestimmt wieder glücklich gemacht, Leute. Ab geht's nach Hause. Und let's go, Leute. Wir sind zu Hause. Ich bin jetzt mal gespannt, was unser kleiner Bruder Paul Berger sagt. Yo, yo, Paul Berger, was geht ab? Alter, komm mal, aua. Oh, scheiße. Alter. So, tut mir leid, kleiner Bruder. Aua! Ja, da kam gerade so ein Tipp, also das Fahrrad ist für dich und dann ist er voll weggerannt, weil er so, bitte schieß nicht. Ich so, wir schießen und ich so, ja, okay, egal, ey, das musst du nicht wissen. Ich hab dir ein neues Fahrrad gekauft. Ey, voll cool, und soll ich dir mal das Coolste sagen? Du kannst wieder zum Skatepark gehen, weil der Skatepark gehört jetzt mir. Nein, der gehört jetzt mir, der Skatepark. Ich hab den Jamesy in einem Stunt-Battle besiegt. Das heißt, ich bin jetzt der offizielle Chef da. Aber was bist du? Sag einfach, du kommst von iCramix. Ich bin ein großer Bruder. Dann haben die alle Respekt da vor dir. Oha. Mehr musst du nicht wissen. Ich wünsche dir viel Spaß da, Paul Berger. Vielen Dank, Mann. Ich fahre ein bisschen dahin, ja? Ja, okay, viel Spaß. Leute, wir haben es geschafft. Unser kleiner Bruder ist wieder glücklich. Wir haben unseren kleinen Bruder verteidigt. Und dann würde ich sagen, Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dann, haut rein, Leute. iCramix.